Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Assetto Corsa und zwar beim ersten Community Event. Das wird wahrscheinlich, also hoffentlich, drei Teile geben. Und zwar fahren wir halt, wir sind ein bisschen, also wir sind glaube ich ungefähr 14 Mann, die jetzt hier teilnehmen, müsste so sein. Und wir fahren halt zwei Halbfinals erstmal mit jeweils 7 Leuten. Und dann müssen wir eben. Müssen eben die besten drei, also die besten drei qualifizieren sich fürs Finale und fahren dort halt die besten sechs gegeneinander. Ich bin halt erst im zweiten Lauf dran, dann wird er das alles aus meiner Perspektive sehen. Wir sind jetzt hier beim ersten Mal bloß Zuschauer. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die ganzen unerwünschten Spieler jetzt mal kicken, damit halt wie gesagt nur wir aus unserer Community hier drin sind. Falls ihr euch wundert, warum hier die ganzen Kick-Abstimmungen laufen, das ist nur, also alle, die in der Community sind, werden jetzt gekickt. Und wir sind jetzt hier gerade auf der zweiten fliegenden Runde von Chicken Guy. Der hat schon ein oder zwei, glaube ich, Community Events gewonnen. Ich bin jetzt erst seit kürzerem in der Community, deshalb weiß ich es nicht genau. Die gibt es aber auch erst 2-3 Wochen, glaube ich. Jedenfalls waren schon 2-3 Rennen und der hat halt da auch schon in der GT3 Klasse zumindest einmal gewonnen, glaube ich, so richtig starke Zeiten gefahren. Und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal eine Runde von ihm angucken. Die läuft ja schon. Die Zeit läuft hier halt nicht mit. 2.17 ist er schon gefahren. Ich denke mal, die Pole wird schon bei 2.14, vielleicht 2.13 liegen. Mal gucken. Und ja, ich werde jetzt mal das Ganze hier moderieren quasi für euch. Bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Auf jeden Fall sollte das doch relativ interessant werden. Das war das Qualifying hier. Das Rennen wird natürlich dann noch besser. Für die, die das Qualifying näher angucken wollen, könnt ihr ruhig zum Rennen vorskippen. Ihr seht es ja, noch 8 Minuten 30. Da könnt ihr ungefähr bis jetzt noch 10 Minuten davor, dann ist auf jeden Fall schon, also dann ist auf jeden Fall das Qualifying ungefähr vorbei. Ein bisschen läuft ja immer nachher noch. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt, wie gesagt, kommentieren. Ich gebe mein Bestes, bin natürlich kein Kommentator. Wir sorgen weiterhin dafür, dass die ganzen unermüdlichen Spieler gekickt werden. So, jetzt werde ich mich aber mal um die Fahrt kümmern. NGK-Schikane hat das sehr sauber erwischt auf jeden Fall. Jetzt ist die Runde auch gleich zu Ende. Mir sind jetzt keine groben Fehler aufgefallen. In den Autos ist eigentlich auch das unspektakulärste das schnellste. Das sind übrigens alte DTM-Autos. Ich werde dann später im M3 E30 sitzen. Auch ein sehr schönes Auto. Das ist hier der, oh Gott, wie heißt denn der? Warte mal, können wir da nachgucken. Der Mercedes 190 Evo 2 ist das hier, wo der Chicken Guy drin sitzt. Ist er übrigens in 2.16.9 gefahren, ihr seht es. Ist gerade eng vorn. Oder relativ eng, so soll es ja auch sein. Die ersten drei innerhalb von 7 Zehntel. Wir werden jetzt mal auf Mike Werner gehen hier. Er ist übrigens auch in unserer Party, aber kann uns jetzt, denke ich, nicht hören und andersrum auch nicht. Aber vielleicht wird er dann später mal mit dazuschalten. Auf jeden Fall ein netter Typ. Ich drücke ihm die Daumen. Ich hoffe, er macht das auch. Da werden wir uns mal seine Runde angucken. Ich denke, er ist auf jeden Fall imstande dazu, jetzt auch diese 2.16er Zeiten zu knacken, die im Moment stehen. Hier kommt er weit raus, aber er hat natürlich jetzt auch gerade, ja, ein bisschen unglücklich hier den Verkehr vor sich gehabt. 2.17.3 ist er im Moment gefahren. Ist damit auf 4 im Moment. Husa ist auf 5. FG Racing, das ist so ein bisschen der die ganze Community leitet und organisiert hat, glaube ich, ist auf 6 im Moment. Es hat aber noch keine Runde gefahren. Wenn wir dann nochmal angucken. Und ja, Timotius, wir wisst ihr ja, sind wir. Aber wir fahren jetzt natürlich im ersten Lauf keine Runde. Ich werde dann noch gleich in die Box skippen, wenn das Rennen losgeht. So, hier in der Dunlop-Kurve leicht weit rausgekommen, aber geht alles noch. Wie gesagt, mit den Autos erstmal eine saubere Runde zu setzen, ist meistens schon eine gute Zeit dann dabei. Ich bin auf jeden Fall gerade ziemlich aufgeregt und freue mich übelst auf aufs zweite Halbfinale. Auch jetzt aufs erste zugucken ist natürlich auch geil, aber vor allem aufs zweite dann selber fahren. 5 Runden wird das Rennen sein, ist halt relativ kurz, aber ihr wisst vielleicht über die Problematik mit Assetto Corsa Online Bescheid, dass eben die Server vorgegeben sind und sowas, also die Lobbys. Deshalb kann man da nicht viel machen. Noch eine, wird sicherlich bald ein Update kommen, also wurde schon von Assetto Corsa bestätigt, dass da eins im Gang, also dass es entwickelt wird, dauert aber sicherlich noch ein bisschen. Ich schätze mal schon 1-2 Monate, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, es ist bloß eine Schätzung. Ich hoffe einfach, dass bis Weihnachten da vielleicht ein Update da ist. Okay, er fährt an die Box erstmal. Vielleicht noch ein bisschen was am Setup ändern, da werden wir erstmal auf FG Racing bleiben, der jetzt
denke mal auf seine ersten Schnellen ist. Jedenfalls die Warsteiner Kurve hier. Könnte vom Speed her eine schnelle sein. Aber man fährt natürlich die Outlap auch so wie die schnelle. Ich denke einfach mal, da er bis jetzt noch keine Zeit gesetzt hat, wird er jetzt erstmal gewillt sein Ende zu setzen und wird die jetzt gleich auch zu Ende fahren. So, 5 Minuten jetzt noch in der Qualifikation. Spitzt sich wahrscheinlich so ein bisschen zu. Es ist auch die erste 2.15er Zeit gesetzt worden jetzt von Tixefo. GTI, TXEFO, keine Ahnung, ich weiß, spreche ich wahrscheinlich falsch aus. Aber ihr wisst ja, wen ich meine. TXEFO nenne ich jetzt einfach. Starke Zeit auf jeden Fall, also sollte schon mal für die ersten 4 reichen, denke ich mal. Jetzt aber FG Racing, ihr seht, auch eine 2.15, also noch keine 2.14er, wie ich es erwartet habe. Aber ist auch noch ein bisschen Zeit. Ja, Schexen müssen wir kicken. Gucken wir mal bei Husa zu. Ne, gucken wir mal bei ihm. Wir suchen mal einen, der weiter am Ende der Runde ist. Hier. Oh, ganz am Ende. Und 2.17.3. Ne, ganz. Speedy Robin verfehlt seine Zeit nochmal. Also knapp. Da werden wir jetzt, würde ich sagen, ja, bei Mike zugucken. Er hieß übrigens nicht wirklich Mike, ich nenne jetzt einmal so. Bevor jetzt ihn auf die Idee kommt, das zu googeln. Ist jetzt so egal, aber ich glaube, der ist gerade erst aus der Box gekommen. Müsste eigentlich. Er könnte nicht, kann nicht schon wieder rum sein, eigentlich. Oder warte mal, müsste auch da stehen. Ja, letzte 2.18.4, das kann eigentlich nur die Inlap gewesen sein. Ja, bei uns brauchen wir nicht gucken. Und was macht der Henry? Henrik, Entschuldigung. Trifft gegen Henrik. Geht erstmal in die Box, aber hat noch keine Zeit gesetzt. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil sonst würden eventuell wir als Siebter auf dem Grid stehen, was natürlich blöd wäre. Aber ich würde dann natürlich, ich würde hier sowieso raus. Er steht dann halt in der achten Position, ist völlig egal. Eigentlich steht halt 8 Meter weiter hinten, aber wäre halt schöner, wenn er aber noch eine Zeit setzt. So, wir gehen wieder rein. Wer steht jetzt näher in der Box? Hier, TXEFO. Versucht jetzt nochmal die Zeit von FG Racing zu schlagen. Oder vielleicht doch FG Racing, ich nenne es einfach jetzt mal, ich spreche es jetzt einfach mal Englisch aus. Der Großteil der Community sind aber Deutsche. So, die Runde neigt sich dem Ende zu. Und ja, in GK-Schikane bremst er. Zack ich an, aber ein bisschen zu spät auf der Bremse, würde ich mal sagen. Aber vielleicht fängt er auch erst seine Runde jetzt an. Ja, den müssen wir wieder kicken. Ah, die Leute, die jetzt hier reinkommen, für die ist es vielleicht natürlich ärgerlich, aber ihr müsst unsere Position verstehen. Ich meine, wenn dann das Rennen startet und wir haben auf jeden Fall einen dabei, der ein bisschen rowdy ist, er räumt dann erstmal 5 ab, das wäre richtig scheiße. Deshalb kicken wir einfach erstmal alle. Wir fahren ja auch im Moment bloß ein Rennen pro Woche. Also es sollte. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man gerade da reinjoint in die Session. Also gut, was ist, wir fahren 3 Rennen ja theoretisch, dann das zweite Halbfinale, wo wir ja selber teilnehmen werden, wie gesagt, und dann eben noch das Finale. Ich werde so 3 Videos machen. Jetzt kann man ja durch das Update auch bei der PlayStation 60 Minuten am Stück aufnehmen, was sehr praktisch ist. Ich habe jetzt bloß 30 Minuten im Moment eingestellt, ich hoffe, das macht mir jetzt keinen Strich durch die Rechnung oder einen Schnitt durch die Aufnahme, könnte man auch sagen. Aber es lässt sich doch immer besser hochladen im Ganzen. So. Das ist dann, denke ich, auch die Bildqualität besser, als wenn man das zusammenstückeln muss noch. So. Auf jeden Fall ist TXEFO jetzt auf seine Schnellrunde gegangen. Wir werden später nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht finden wir noch einen, der weiter schon ist. Ja, Chicken Guy ist auf jeden Fall weiter. Steht noch an der Box. Er wird jetzt auch nicht mehr rausfahren. Also FG Racings Zeit sitzt. Oder steht, besser gesagt. So, gucken wir nochmal beim Mike Werner zu. Warte mal, ist das eigentlich. Ah ne, nicht der Ainge. Ich wollte schon sagen, wäre der Ainge hier in der Lobby mit. In dem Halbfinale mit dem BMW. Aber es müsste eigentlich gut aufgeteilt sein. Es sind auf jeden Fall 4 Alphas. Ein Mercedes, ne, doch ein Mercedes Bus und 2 BMWs, naja. Aber es ist halt so gemacht, dass Finale dann wenigstens von allem, was dabei ist, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ich finde sowieso alles geil, Hauptsache mitfahren. So,
Eifler, der gehört auch dazu, den werden wir nicht kicken, der ist bestimmt auch bloß zum Zuschauen da. Gegen den werde ich dann antreten im zweiten Halbfinale. So, und ja, Mike hat ja jetzt, habt ihr ja gesehen, Ausgang der NGK-Schikane, ein bisschen Quersteher, konnte seine Zeit trotzdem knapp verbessern, glaube ich. Ja, also es wird nochmal daran erinnern, dass in dem Rennen kein Pflichtboxenstopp ist. Also es wurde jetzt aufgrund der kurzen Länge dann doch weggelassen. Normalerweise wird immer ein Pflichtboxenstopp gemacht mit Reifenwechsel. Und FG Racing schreibt das sozialerweise nochmal rein, bevor es einer vergisst. So, jetzt habe ich hier auch nicht mit drauf geguckt. Auf jeden Fall hat sich Tick Safe ohne verbessert und wird die Zeit wird jetzt ohne zählen. Weil er ist da jetzt doch weit rausgekommen in der letzten Kurve. In der ersten Kurve. Im Rennen werden wir vielleicht auch manchmal jetzt nicht unbedingt zugucken können, weil wir werden dann die Aufgabe... Ach nee, nee, Denkfehler, mein Denkfehler. Ich habe nämlich gerade gedacht, im Rennen muss ich immer die kicken, die reinkommen, weil die anderen ja fahren, aber es kommt ja im Rennen keiner mehr rein. Das ist ja gut gemacht bei Assetto Corsa, dass wenn das Rennen läuft, keiner joinen kann. So. Passiert noch was, die gehen bloß noch alle raus, aber die Zeit ist schon abgelaufen. Wer ist jetzt noch auf einer schnellen Runde? Muss ich mir jetzt erstmal einen Überblick finden, schnell. Tut mir leid, dass es gerade unsortiert ist, aber das ist das erste Mal, dass ich es mache. Ja, Mike ist auf jeden Fall, glaube ich, noch, hat es noch geschafft. Und wenn ja noch, Drift King Henrik. Anscheinend will er keine Zeit setzen. Das finde ich blöd, aber ist auch egal. So, ihr seht es auf jeden Fall, es ist relativ eng vorne. Wie gesagt, 9/10, 1,5 Sekunden. Oder 2 Sekunden, die ersten 4 ungefähr. Aber bei Mike ist jetzt auch in die Box gegangen, da dürfte es eigentlich rum sein. FG steht an der Box. Tick Sefo. Ja, Robin, aber die dürfte nicht mehr zählen, die Zeit. Kann sein, dass er sich nochmal knapp verbessert hat. Warte mal, da steht 6,36. Und hier steht 5,17. 5,17, er hat sich anscheinend nochmal verbessert. Aber hier steht das noch nicht neu drin. Aber nur von der Zeit her keine Position. Deshalb wird es jetzt erstmal nicht so viel ausmachen. Wie gesagt, nochmal Leute, die ersten drei kommen ins Finale. Also daran wird es so ein bisschen gehen und ja, Punkteverteilung weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich glaube, der fünfte kriegt einen Punkt und der vierte zwei Punkte. Das ist blöd, das gucke ich jetzt nicht nach. Ich gucke es aber auf dem Handy nach, gut. Auf jeden Fall ist ja das Qualifying jetzt vorbei. Ja, das wird die Startaufstellung sein. Das ist ja, fährt ja jetzt keiner mehr, ist ja auch nicht mehr genug Zeit. Ja, gut, Luck nochmal. Ich habe das schon geschrieben und ich wünsche das auch allen. So. Aber ich denke wirklich, es dürfte eigentlich nicht mehr passieren von Zeiten her, denn ihr habt es ja gesehen, die Zeit ist eigentlich schon längst abgelaufen. Und da geht es auch ins Grid. So, wir werden jetzt mal, ich würde sagen, ja, natürlich erstmal in die Box gehen. Das geht gar nicht. Hä? Warum kann ich nicht in die Box gehen? Scheiße. Ich hoffe mal, steht keiner hinter uns. Nee, okay. Okay, Henrik steht auch auf 7. Das ist sehr gut. Da werde ich dann einfach in die Box gehen, wenn es soweit ist. Wenn wir sofort machen, dann, wenn es losgeht. Vielleicht geht es auch dann, wenn die Dings läuft. Darf ich auf jeden Fall vergessen. Das wäre richtig scheiße. Auch wenn wir nie gefährlich stehen, aber das wäre trotzdem blöd. Achso, warte mal. Das Punktesystem wollte ich immer schnell nachgucken. Zack. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen improvisiert ist alles hier. Es war jetzt ein bisschen spontane Idee, das so hochzuladen. Aber ich müsste es gleich gefunden haben. Hier. Zack. Also, Punktesystem. Halbfinale 1 und 2. Es gibt für Platz 1 5 Punkte und die Finalteilnahme, Finalqualifikation. Für Platz 2 4 Punkte und die Finalqualifikation. Für Platz 3 3 Punkte und die Finalqualifikation. Für Platz 4 2 Punkte, für Platz 5 1 Punkt, so wie ich es gesagt habe. Ist die schon gestartet? Warum kann ich dann ja in die... Jetzt, tut mir leid, dass wir jetzt vergessen haben. Verpasst haben hier. Anscheinend ging es schon los. Ja, ist halt wirklich ein bisschen chaotisch hier. Wir werden mal einen Spieler suchen, wo wir jetzt erstmal drauf bleiben. Chicken Guy. Oder Mike. Auf jeden Fall scheint alles gut gegangen zu sein. So wie es ja auch zu erwarten war. Ah, obwohl hier schon eine kleine Beschädigung bei Husa vorne. Wie sieht es bei Drift King aus? Eifler sollte in der Box stehen. Genau. Da werden wir jetzt erstmal bei Chicken Guy zugucken hier aus der Onboard.
Und können wir hoffentlich noch ein bisschen vorne sehen das. So, und dann noch das Punktesystem fürs Finale. 12 Punkte für Platz 1. Aber das können wir, da können wir später zu. Würde ich sagen, das mache ich im Finale. Wir konzentrieren uns auf das Rennen. Wie gesagt, ist hier halt 5, 4, 3, 2, 1 Punkte für die ersten eben. Also vom ersten nach unten gehend, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, Chicken Guy innen leicht auf dem Curb, verliert leicht das Auto. Aber alles im Rahmen, alles noch gut. Auf jeden Fall vorne die ersten Bahnen, da spitzt sich schon so ein, da bahnt sich schon so ein kleines Duell an. Man sieht, Xefo ist dran ungefähr an FG Racing. Werden wir aber später nochmal dazu kommen, denke ich mal. Werden wir mal jetzt hier bei Mike zugucken, BMW. Der ist jetzt auch relativ nah dran. Dort vorne, also ist gerade so ein bisschen grippig. Ah ne, der ist ja Vierter jetzt. Was ist da? Robin, was ist denn mit Robin passiert? Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zurückverfolgen, tut mir leid. Der scheint stark eingeschlagen zu sein. Wahrscheinlich, ich tippe mal auf Schumacher S. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo das möglich ist. Natürlich schade für ihn. Er hatte ja auch, ihr habt es ja gesehen, Top 3 Qualifying-Runde. Jetzt scheint wohl das Lenkrad auch schief zu stehen. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, das wird uns später nicht passieren. Werden wir wieder bei Mike zugucken. Hier ist eigentlich das Battle für die Qualifikation. Die ersten vier haben sich schon weit abgesetzt, muss man sagen. Der Henrik ist da, hängt da schon ein kleines Stück hinterher, hinter Platz 4. Und hier geht es eigentlich darum, keinen Fehler zu machen und somit halt die Finalteilnahme zu sichern sich. Erstmal eine geschmeidige 2:21 für die erste Runde, ist eine ziemlich starke Zeit. Mal gucken, wie es uns dann ergeht. Ich bin mal gespannt. Ich kenne die meisten Leute noch gar nicht, aber ich würde mal fast sagen, das ist vielleicht das schwerere Halbfinale ja sogar. Möglicherweise, ohne jetzt die Leistung unserer Gegner schmälern zu wollen. Das werden wir auch dann sehen. Vielleicht werde ich auch bestraft für meine große Klappe jetzt. Aber mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, also ich wünsche mir einfach Platz 3. Ich habe auch schon ein bisschen geübt jetzt hier. Ist ja auch durchaus angebracht bei so einem Event. Da mal ein bisschen reinzuschnuppern schon vorher, damit man auch mit dem Auto klarkommt. So, und ja, vorne ist jetzt eine kleine Lücke aufgegangen. Wie sieht es hier hinten aus? Passiert da noch irgendwas? Ja, hat hinten eine leichte Beschädigung, aber scheint vom Speed gerade nicht ganz mitgehen zu können. War ja im Qualifying schon fast so. Ja, Speedy Robin war an der Box, also hat sich zurücksetzen lassen dann. Ist natürlich klar. Mit Pflichtbox ist glaube ich jetzt lange nicht so, hätte es ihm jetzt lange nicht so wehgetan quasi, weil da hätte er ja durch die Reparatur zwar Zeit verloren, aber das Auto wäre wieder ganz und hätte nicht so einen großen Rückstand. Aber das, ich schätze mal, es ist hier passiert. Wir müssen dann mal auf Reifensprung gucken vielleicht. Hier waren gerade nämlich, glaube ich, auch welche. Hier waren jetzt, ging auch welche weg. Vielleicht ist es um Zweikampf passiert. Ich habe das nicht so mitgekriegt, aber gerade, da habe ich gerade umgeschalten. Tut mir leid dafür, aber das Ding jetzt auch nicht so schlimm. Manchmal will man, also meistens will man sowieso, der echte Motorsportfan will mehr die Zweikämpfe sehen als die Unfälle. Ja, man Schluck trinken, so. Jetzt geht's auf jeden Fall immer noch um Platz 3 hier. Enges Duell auf jeden Fall. Gekämpft wird noch nicht ganz. Er kommt noch nicht so ganz in Angriffsgebiet. Natürlich ist man auch erstmal vorsichtig. In Runde 2 will man nicht gleich schon den Gegner abschießen. Man will nie abschießen. Aber wenn, versucht man halt erstmal auf den Fehler zu warten, vielleicht vom Gegner, wenn man nicht wirklich deutlich schneller ist. Man probiert es dann ja einfach mit reinbremsen. Das bringt auch nicht viel. Die Autos, die sind halt auf der Hohoho, jetzt legt er aber los, ey. Das ist echt eine starke Zeit. Das ist genau die Zeit, die ich auch schon mal gefahren bin. Also, nicht auf die Tausendstel, aber es müsste ungefähr stimmen. Aber das habe ich erst einmal geschafft. Hier fahren sie beide innen über die Wiese. Das ist, braucht jetzt keiner wegen Abkürzen meckern. Weil das bringt wirklich überhaupt nichts. Kostet nur Zeit. Ist übrigens jetzt eine ziemlich gute Zeit fürs Rennen noch gefahren, 2:15:09. Schneller als im Qualifying, das wäre Platz 2 gewesen im Qualifying. Also, ich glaube Platz 3 die Zeit genau, aber Platz 2 ist auch 2:15:09 gewesen. Und ich denke auch unser, ja, obwohl, denke ich, ne, nee, dass unser Qualifying schneller wird, aber es wäre mehr drin gewesen. Aber 15 Minuten ist natürlich immer relativ knapp und so wie es aussah, hat FG Racing sich dann auch auf seiner 2:15 Zeit, ich würde mal sagen, ein bisschen gesonnt, also konnte sich zurücklehnen, musste dann. Hat natürlich uns auch noch, da er ja, wie gesagt, die Community ein bisschen leitet, hat er noch ein paar Nachrichten verfasst. Und sowas! Das war knapp.
Ja, am Ende ist es, ich sag mal, glücklich ausgegangen, dass er wenigstens noch abgeschossen hätte, weil hätten sie beide Beschädigungen gehabt und beide beim Kiesbett gewesen. So hat jetzt eigentlich relativ wenig gekostet. Und jetzt war, okay, ich wollte schon sagen, Chicken Guy verliert jetzt so ein bisschen im Schumacher S, aber hat das noch hingekriegt. Der fährt generell, glaube ich, die weitere Linie immer im Linksknick. Wie sieht es vorne aus? Da scheint noch alles gut zu sein. Ja, FG Racing hat, ich würde mal sagen, geschätzt 2 Sekunden Vorsprung. Und dann dahinter nochmal 4-5 Sekunden auf jeden Fall. Seemeyer und hier Mike Werner. Dann knapp dahinter. Er hat sich jetzt wieder ein bisschen rangefahren, würde ich sogar sagen. Also es könnte sein, dass er einen leichten Tempoüberschuss hat. Ein bisschen schneller von der Pace möglicherweise. Auf jeden Fall nach hinten haben sie jetzt eine gute Lücke. Ich würde mal sagen 10 Sekunden fast. Na, nicht ganz, aber es dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Ja, 10 Sekunden könnte sogar hinkommen. Ja, dort 10,2 war es letzte Runde. Oben haben wir ja, wenn man nämlich bloß zuschaut, hat man wirklich alle Zeiten angegeben. Wenn man selber fährt, dann zeigt man die eigene Wanne an. Die Zeiten sind alle auf den Vordermann. Falls ihr da Fragen habt, man wird jetzt wahrscheinlich auch sehen, wie Speedy Robin da nochmal rangekommen wird an Huser hinten, aber das nutzt ihm ja nicht viel. 13,3 können wir uns einfach mal so merken. Ist ja auch egal, eigentlich vorne ist. Ja, ich würde sagen, die ersten Plätze sind fast vergeben. Es sind noch 2 Runden, da wird mehr viel anbrennen. Aber gut, ich will es nicht verschreien. Nur mal so aus Interesse würde ich gerne mal schnell wissen, ob Speedy Robin da jetzt nochmal deutlich aufholt. 13 Sekunden, das sind keine 13 Sekunden mehr, kann ich schon unter der Karte her erkennen. So, aber wir bleiben hier. Ich denke, das wird jetzt auch das Duell sein, was uns fürs ganze Rennen lang verfolgen wird. Oder das restliche Rennen noch. Viel ist ja nicht mehr. Jetzt kam er deutlich besser raus. Aha, die rechte Seite. Ja, okay, er macht links ein bisschen Platz. Sehr fair. Sehr schön. Beide wollen so ein bisschen fighten. Darum geht es ja auch Spaß haben. Aber wir will natürlich zweimal Spaß haben. In beiden Rennen. Das geht schon ein bisschen was. Außerdem Spaß haben eben noch. Und ja, für die Meisterschaft. Also ich bin bloß Ersatzfahrer. Leider, weil es halt schon voll war. Diesmal bin ich halt reingerutscht, weil zwei nicht konnten. Und deshalb wird das jetzt nicht öfter kommen. Also einmal die Woche normalerweise, wenn ich fahren kann. Ich hoffe es immer, sonst frage ich halt mal an, ob ich vielleicht wenigstens euch das immer zeigen kann hier bei YouTube. So ein bisschen mit kommentieren, was ja auch schon geil ist eigentlich. Oder man fragt eben nochmal, ob man vielleicht dann mit 8 Leuten machen könnte. Pro Rennen. Wäre eine Möglichkeit, aber ich werde es erstmal so lassen. Ich werde erstmal abwarten. Ich denke, Freitagabend haben schon viele auch immer mal was vor, deshalb kann durchaus mal man reinrutschen. Ihr seht es ja in dem Beispiel. Seht ja, eigentlich bin ich nämlich bloß dritter Ersatzfahrer gewesen, da einer aber wegen Internet Probleme hatte, kann er die ganze Saison nicht fahren und eben hier der Mike ist reingerutscht für die ganze Saison. Und ich bin da jetzt eben der zweite Ersatzfahrer geworden und zwei andere konnten halt auch nicht. Bin ich jetzt reingerutscht quasi. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich fahren kann. Also ich bin überglücklich. Ich hoffe einfach, es wird wenigstens auch ein gutes Rennen. Ich hoffe, das Allerwichtigste ist, dass ich keinen abschieße oder sowas. Aber ich denke, dass das klappen sollte. Nein, fairer Fahrer. Und jetzt werden wir uns aber wirklich mal hier zu dem zuwenden. Über allgemeine Sachen können wir später noch quatschen. Das sind dann noch das Finale. Jetzt kommt der Angriff. Okay, bleiben wir doch hier. Nebeneinander. Leider können wir halt immer bloß die eigene ausgewählte Perspektive nehmen und Chicken Guy überschießt die Kurve ein bisschen leicht zu spät. Und damit hat Mike Werner mit Geduld, würde ich sagen, und ein bisschen Cleverness den dritten Platz erobert. Jetzt wird zu Chicken Guy, das ändert sich ja hier nicht. So, das wird jetzt schwierig für Chicken Guy, würde ich sagen, da noch vorbeizukommen, denn Mike hat den Anschein gemacht, ein bisschen bessere Pace zu haben. Aber wer weiß, Chicken Guy hat ja auch schon bewiesen, dass er ein guter Fahrer ist in den anderen Rennen. Da war ich noch nicht dabei, aber er hat halt wirklich richtig starke Zeiten gefahren. GT3 auf der Strecke hier, plus halt die GT-Variante mit der schnellen Schikane, ist er 1,54 gefahren mit dem 650S, was schon eine richtig starke Zeit ist. Also der 650S ist, glaube ich, das schnellste GT3-Auto, so wie ich es gehört habe. Aber es ist trotzdem eine richtig Hammerzeit. Übrigens das zweite Finale, das zweite Halbfinale wird bei uns jetzt genau danach gefahren eigentlich. Direkt das Finale, glaube ich, auch danach. Weiß ich noch nicht genau, aber ich vermute es mal. Mit Sicherheit. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Also langsam kommt so die Aufregung. Also ich war vorhin schon, so, als die Einladung für das verschickt wurde, war ich sehr aufgeregt. Dann ist wieder so ein bisschen weggegangen. Und ich denke, das wird dann nochmal richtig kommen, wenn wir dann am Start stehen. So.
Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich merk's, ich wollte die ganze Zeit mit dem Rennen hier bleiben. Fiel mir jetzt schwer, weil ich euch erstmal generell erzählen wollte. Ich habe ja schon lange kein Video mehr rausgebracht. Sorry dafür. Aber ja, ich hatte in letzter Zeit einfach nicht so die große Lust und ja, gezwungen macht es auch keinen Spaß. Und ich denke, das wird sich dann auch auswirken auf die Qualität der Videos. Deshalb bringe ich dann lieber ein bisschen qualitativere Videos. Und hier hatte ich jetzt auf jeden Fall Bock, weil kommentieren, das ist ja mal richtig geil irgendwie. Ich werde da mal rumfragen, wie gesagt, dass, ob ich das öfter machen kann. Und jetzt scheint ihm der Sprit ausgegangen zu sein. Chicken Guy. Nee. Aber irgendwas ist los. Auf jeden Fall ärgert er sich wahrscheinlich ein bisschen über vierten Platz. Ja, irgendwas stimmt jetzt oben wieder, ne? Mike scheint später geworden zu sein, das laut der Anzeige. Was ich nur nicht glaube. Ja, das ist die richtige Anzeige. Es sind zwar jetzt die Abstände nicht drin, aber so stimmt das auf jeden Fall. Damit qualifizieren sich FG Racing, Texefo GTI und Mike Werner fürs Finale. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Chicken Guy holt sich 2 Punkte, Drift King Henry einen. Husa, ja, konnte, also das kann ich jetzt nur so grob beurteilen. Wir waren ja jetzt relativ die ganze Zeit mit Mike und Chicken Guy beschäftigt, so dass ich das nicht genau sagen kann. Jedenfalls Husa konnte die ganze Zeit nicht ganz mithalten, ähnlich wie Drift King Henry. Und Speedy Robin, für den war es sehr ärgerlich, der sich als Dritter qualifiziert hat und durch, dort hätte mit reinfahren können. Ich denke, das wäre ein schöner Dreikampf geworden. Vielleicht ist es natürlich umso ärgerlicher, dass er jetzt bloß Siebter geworden ist. Ja, Henry holt, glaube ich. Ja, Henry hat ja die. Er hat 1 Punkt geholt und ja, genau, Chicken Guy 2. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, dann sorry dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zum zweiten Rennen. Da aus unserer eigenen Perspektive auch das Qualifying wieder mit drin. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall dann beim zweiten Halbfinale vorbei und dann beim Finale. Also, ciao, macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Video.